Gut, das passt bisher alles. Order Brakes haben wir auf 1 schon mal gesetzt, das passt. Müssen wir noch verlangsamen, dass wir noch ein bisschen Flaps fahren können. So. Wo haben wir die Runway? Das da ist die Runway, ich sag's euch. Jo, müsste eigentlich. So. Noch 1000 Fuß. Dann sind wir schon mal auf Anflughöhe. Ihr seht ja auch hier beim ILS sind wir noch drunter. Das ist auch sehr gut. Von unten an fliegen sind wir leichter als von oben. Weil jetzt muss man halt schneller sinken, als es der Gleitpfad vorgibt. Gut. Dann schon mal hier vorbereiten. Headset-Kabel richten. Dass man auch gescheit sitzt. Weil wenn man nicht gescheit sitzt, kann man nicht gescheit landen. Wir werden gerade etwas schneller. Ich fahre mal kurz etwas Speedbrakes aus. Was wir verlangsamen. Haben irgendwie gerade keine Auswirkungen auf den Speed, doch jetzt geht er etwas zurück. Sehr gut. So langsam sollten wir auch ILS kriegen. Ist auch wunderschön hier eigentlich von der Landschaft. Muss man einfach mal sagen. So, machen wir Flaps auf 2 und direkt auf 5. Fahren die Spoiler mal wieder ein. Funktionieren auch gut für die Landung dann. Flaps mal auf 5. Das ist gut. Brauchen wir nur noch. ILS immer intercepted, vom Heading her schon mal. Wir müssen auch gleich nach rechts eindrehen. Jo, da passiert auch das. Wir reduzieren mal auf 170 und fahren die Flaps schon mal auf 10. Noch passt ja alles. Wie sieht es denn windtechnisch aus? 320 von links mit 12 Knoten. Das ist natürlich schon ein bisschen. Was so 12 Knoten? Ist ja noch klar über dem Glide Slope hier. Ah, passt ja alles. Nochmal kurz schauen, dass die Aufnahme auch an ist. Gut. So, Autopilot lassen wir wie gesagt noch ein bisschen an. Wir sind zwar noch. Ja. Lassen wir vielleicht ein bisschen länger an bei dem Crosswind. Müssen wir mal schauen, ob ich Lust habe oder so. Gut. Wir sind gerade etwas neben der Runway, wie ich mir scheint, vom ILS her. Puppy Light sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Oh, lassen wir jetzt erstmal alles so hier auf uns zukommen. Komm, lassen wir den Speed direkt bei 160 und fahren die. Nein, auf 15. Warte mal, das können wir uns eigentlich aus dem Fenster anschauen. Left Side Window. Sieht man sogar gar nicht, wie die Flaps hier ausfahren. Sehr frech. Ja, die sind ja noch auf 10, die Flaps. Deswegen sieht man nichts, wie sie ausfahren. Ja, jetzt sieht man es. Hier sieht man auch die Strobe Lights ganz halt blinken und dann auch die Navigation Lights. Das ist das Rote. Dass man auch das Flugzeug dann vom anderen Flugzeug also erkennen kann. Gut, dann kriegen wir gleich Glide Slope. Jetzt sind wir auf 150. Glide Slope live. Gear down.
Gut, Gears down, all lights green. Müssen wir noch ein bisschen verlangsamen. Ich gebe schon mal die 140 rein. Komm, Auto Thrust off. Gehen wir mal hier für einen Go-Round 180 rein. Yep, clear to land. Flaps 25. Warte mal, wir könnten eigentlich noch einen Screenshot machen hier im Final. Fürs Thumbnail. Warte noch kurz. Schauen wir mal, was kann man da so machen hier. Oh, Aufnahme. Ich wäre fast auf den Aufnahmeknopf gekommen. Aus Versehen. Gerade ein paar Screenshots machen. Zack. Zack. So, fliegen wir mal weiter. So, gleich haben wir noch 1000 Fuß. Flaps, was ist denn das? 30? Dürfte eigentlich. Und Flaps full. Landing Checklist, Landing Gear down, all green und Flaps im auf full. Also jetzt passt ja da noch alles. Gut. Viel zu hoch. Ich mache mal manuell weiter. So, Autopilot ist off. Das ist gut. Sinken jetzt auch ein bisschen schneller, um noch auf die richtige Höhe zu kommen. Speed passt. Vielleicht noch etwas weniger. So, das sieht doch ziemlich gut aus. Fliegen wir auch hier ziemlich über den Strand an. 300. Dann jetzt hier nochmal ausrichten komplett. Wir sind zu tief. 100. Viermal rot, dann bist du tot, sagst du. Passt. Okay, passt doch gut. 50. Jetzt muss ich nur noch setzen. Oh Gott, Floating. Speed Break. Und voller Reverse. Und wir müssen nach rechts lenken. Holy crap. Ich frag mich, warum er. Ihr seht, ich gebe volles Seitenruder nach rechts und reagiert nicht. Auch jetzt. Ich gebe volles Seitenruder. Manual Brakes. Was ein Bullshit. Komische 737 da. War halt viel zu lang gezogen, die Landung, aber ihr seht schon hier, Runway ist doch ziemlich kurz geworden. Nehmen wir gerade den letzten. Jetzt geht's hier im Steuerbein langsam an Geschwindigkeiten, aber sonst unmöglich. Und runter. Ja, dass der sich einen auch nicht hat steuern lassen, als wir gelandet sind. Da habe ich aber erst ein bisschen zu viel gezogen. Und dann nach dem Aufsetzen auch nochmal kurz hochgehoppt. Merkt man, dass ich ein bisschen aus der Übung bin. Jo. Nee, will ich nicht. Oh. Jo. Machen wir mal kurz hier alles aus.
bereite mir schon mal alles vor aufs Taxi. Das machen wir mal kurz aus. Da auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal das Gepiepse aus. Dass wir jetzt nicht die ganze eine Wiederholung haben und schauen uns mal schnell die Wiederholung an. Das dürften aber mehr als 60, dann machen wir mal 90. Das sind wir auch schon, 120. Da seht ihr, habt zu viel gezogen. Da waren 2,50 oder was ist denn über den Runway gehalten, dann auch mal hier gezogen. Nicht die schlechteste 737 Landung, würde ich mal sagen. Und schaut mal, diese kleine Veränderung hier konnten wir nicht mit fucking Seitenruder ausgleichen. Da ich ein bisschen nach einem normalen Rad nach links oder rechts gesteuert, das hat ja auch kaum was gebracht. Haben wir halt hier den Sand mitgenommen. Von der Zentral war ich glaube ich auch ziemlich, oder? Das waren halt die 12 Knoten, die ich ausgleichen musste hier leicht. Der Reverse war auch ziemlich laut. Schauen wir uns hier mal an. So, nehmen wir mal 10 Sekunden mehr. Jetzt sehen wir noch ein bisschen was im Anflug hier. Da hat viel zu lange gehalten. Und dann. Bumm. Bumm. Boah, nicht die beste, würde ich mal sagen. Schauen wir mal hier an. Da sehen wir es ja nochmal. Da habe ich ihn etwas gedrückt, dann ist er gefallen wie ein Stein. Aber letztendlich mussten wir irgendwann runter. Sonst wären wir ja noch zum Ende der Landebahn weiter. Wir hätten theoretisch noch ein Stück langsamer anfliegen müssen. Aber wir sind unten. Ich glaube auch in echt hätte so eine 737 überlebt. Wenn ich jetzt gesetzt hätte, wäre eigentlich ziemlich geil gewesen. Und ab in den Sand. Ich glaube übrigens nicht, dass hier alles aus Wüste besteht. Das wäre ziemlich geil gemacht vom F6, dass ihr einfach mal überall in die etwas südlicheren Regionen Sand einbaut. So. Einschalten würde. Gut. Fahren wir hier mal alles wieder ein. Flaps-mäßig. Parkbremse müssen wir vielleicht mal losmachen. Dann können wir schon mal die APU starten. Und sind ja auch gleich am Gate. Können wir eigentlich auch ein anderes Gate auswählen? Nee. Bin mal gespannt, ob man das mit, Passagierbrücke kriegen oder nicht? What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Wieso ruckelt das so? Wegen dem einen AI-Flugzeug oder was? Oder ist jetzt die Festplatte voll oder was? Ich versuche jetzt mal den Spot hier. Hat mir genauso viel Frames, schade. Ja, das Einkommen, dass man irgendwie weniger Frames hat. Ich habe gerade, falls ich es nicht glaubt, 10 Frames. 9, 8. Ich weiß nicht, woran es liegt. Gut, Flaps haben wir wieder drin. Autobrakes können wir wieder ausschalten. Gut. Noch irgendwas? Ne, sind wir eigentlich durch. Leitsamer. Jetzt spätestens. Ich kurz sagen, dass sie hier angeschnallt bleiben sollen. So, Flight Director schon mal auf. Und dann ruckeln wir uns zum Gate.
Na, du kriegst nicht das mit der Passagierbrücke gekriegt, denn. Ich weiß echt nicht, warum das jetzt so ruckelt. Ich habe keine Ahnung. Ich schau dann auf jeden Fall gleich noch. Geil, wir kriegen einen Parkplatz. Jetzt geht's auf einmal wieder. Hä? Jetzt habe ich wieder meine 25 Frames geschmeidig. Liegt das an dem Truck da? Das wäre ja wohl der Hammer, wenn es an dem Truck liegt. Scheint es aber fast. So. Lassen wir den hier mal ein bisschen reinrollen. Mit 3 Knoten. Weil der Truck hier aus dem Bild ist, geht's. Gut. Set Parking Brake. Sehr gut. Dann APU Generator rein. Und Triebwerk off. Fahren wir runter. Gut. Dann haben wir mal alles fertig. Jetzt dürfen wir auch wieder aufstehen. Perfekt. Jo, brauchen wir irgendwas. Triebwerke laufen noch aus. Machen wir schon mal hier ein bisschen das auf. An den strahlenden Sonnenschein machen wir schon mal die Tür auf hier und die Gepäckfächer, dass die dann gleich für die Passagiere ausgeräumt werden können. Oder was sind die? Was sind die zwei? Ah, die haben eine Treppe hier, geil. Ah, geben wir mal die Treppe erst raus und dann die Gepäckfächer. Warum die sich auch mal nach innen öffnen? Ist das vielleicht bei 737 so? Ich habe keine Ahnung. Auch perfekt auf die Linie gestellt. Sehr schön. Ich würde sagen, mit diesem wundervollen. Warte mal, das könnten wir auch nehmen hier. Reflektion vielleicht noch ein bisschen minimieren. So, das sieht doch geil aus. So. Ich weiß auch nicht, warum jetzt hier noch die Strobe-Lights an sind. Obwohl ich sie ausgeschaltet habe. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Auf jeden Fall, aber jetzt den Flug auch gemeistert. Nächstes Mal geht's von. Ich glaube, Hamburg ist es nach Dubai mit einem A380 von Emirates, dürfte es glaube ich sein. Könnt ihr euch mal drauf freuen. Wenn ihr Flugwünsche da lassen wollt, die ich dann fliegen soll, ist natürlich jetzt mit einer gewissen Wartezeit verbunden, weil ich noch einen Haufen Flugwünsche habe. Aber ihr könnt sie gerne in die Kommentare schreiben. In der Beschreibung stehen ein Haufen Sachen, die man erwähnen sollte und kann. Und ansonsten, wenn ihr Themen habt, die ich für einen Flug ansprechen soll, irgendwas. Lasst mich wissen, indem ihr mir eine PN schickt bei YouTube. Und jo, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen für das Video. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Hamburg wieder. Macht's gut. Ciao.